Hey Leute, Semige hier hinzu und heute testen wir wieder eine neue Modifikation für das Spiel Emergency 4. Ja, und zwar testen wir heute, uno momento, meine Kerze ist ausgegangen. Meine gute Duftkerze, das kann nicht sein, nicht in der Aufnahme. So, die London Mod. Ja. Es wurde eine Nahrungsmittelvergiftung gemeldet. Ach, direkt vom Hospital. Transportieren Sie es ab. Aber wirklich direkt davor. Dann schicken wir da mal einen so einen Typen hier hin. So. Der hat auch eine Sirene, Autosirene hier zum Beispiel. Los, Medic. Tu etwas für diesen Mann. Ach, der geht's ja, mit dem geht's ja so halbwegs gut. Ein so. Dann eine normale Ambulance. Ne, ein Paramedic brauchen wir da wirklich nicht. Fahrzeug steht zur Verfügung. Ja, dann steht du zur Verfügung. So, dann schicken wir die beiden mal auf Streife. Brauchen wir natürlich noch Polizei. Dann nehmen wir zweimal Motorrad. Dann nehmen wir einmal so einen und den geilen BMW und natürlich noch einen BMW. So, Streife. Ich hoffe, die verteilen sich da nicht, dass jetzt alle hintereinander herfahren. Werden es ja sehen. Sieht so aus. Dass nur der eine in die andere Richtung fährt. Ja, wo ist ein anderer hin? Ach, der ist nach oben. Ah, oh, ne, die verteilen sich, okay. Ja, die verteilen sich. Ja, bin unterwegs. Ja, die haben auch automatische Sirene. Das heißt, wir brauchen jetzt gleich wieder eine Ambulanz. Das ist, ja, da gibt's nur diese. Fahrzeug steht zur Verfügung. Höre. Steig doch ein, Kinders. Schon unterwegs. Schlimm, schlimm. Yeah, und wo ist dieser steht da? Ah. Weil ein Spast ist. Oh. Komm, Audi. Müsste sein. Was haben wir hier noch so? Oh, der Heli sieht richtig geil aus. Und das ist das Getaway Car. So, dann gucken wir uns mal. Oh nein. Oh. Sheesh. Alter. Oh, Scheiße. Oha. Ist zwar hier, ein anderes Fahrzeug. Den brauche ich jetzt mal. Man hat ja genug ein bisschen, zum Glück ein bisschen Geld. So. Hey, deutsches Polizeiauto oder was? Blinkt vollkommen blau. Ey, auch da. Ja, da blinkt ein bisschen stark, ne? So, dann check mal aus. Was bist du für ein Hengst? Der ist. Ist das ein ganz normaler Feuerwehrmann? Ne, das ist der Station Manager. Da muss man aufpassen. Fahr mal wieder zurück. Ja, fahr einfach rückwärts. Ach, da haben wir noch eins. Das ist genau dasselbe, nur mit einem Q7. Dass er ja jeden wegrammen kann, der ihm im Weg steht. Was haben wir hier unten? Achtung, Verkehrsunfall. Versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Auch die Fahrzeugwracks. So, was wir auch machen können. Wir parken. Ah, oh, es ist ja grässlich, Alter. So, wir können hier die hinteren Lichter anmachen. Dann können wir auch mal das blaue Licht ausmachen.
Wir lassen die jetzt aber mal an. Wir machen jetzt mal alles an. So, und dann wird die Straße gesperrt. Also, da sollten die Autos jetzt automatisch umdrehen. Von da kommen noch Autos. Ah, guck mal. Haben wir hier gleich einen Medic. So, dann brauchen wir jetzt erstmal einen Feuerwehr. Boah, leck, die sind alle sauteuer. Ja, dann nehmen wir noch einen Firefighter. Wenn schon, dann muss es sich lohnen. Manchmal kommen sie von da oben, manchmal von da. War bei dem Polizeiauto ja auch so. Crankshit. Hat er automatisch umgedreht? Ja, hat er. Also, seht ihr. Oder die kommen von da, die Autos. Kommen da Autos? Ich don't know. Naja. Oh. Alter. Der sieht ja geil aus. Der auch. Ich glaube, da hole ich mir erstmal zwei. Schon mal. Bin unterwegs. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum alarmiert er zwei. Ich mache das so, dass... Oh, hä, wo kamen die denn jetzt? Ach, hier. Wieso alarmiert er zwei? Ich mache das... werde das jetzt so machen. Dass ich einen dann da hinten auf Streife schick. Die fahren aber trotzdem gemeinsam mit Blaulicht hin, weil einfach so, weil ich Lust drauf hab und so. Nee, hier scheint echt kein Auto runterzufahren. Das ist natürlich sehr traurig. Also gemoddete Fahrzeuge gibt es hier keine, außer die hier. Einsatzfahrzeuge. Sind es Police? Police. Gott, Alter, mir würde die Sirene so auf den Sack gehen, mir geht der jetzt schon ja. So auf den Keks. Ja. Ich wollte schon sagen, holt jetzt die Rettungsschere aus 10 Kilometer Entfernung oder was? Ja, das ist okay, ja. Stell dich. Wird gemacht. Wo hat der jetzt bitte seine... Achso, der hat sowas nicht, aber die werden... Ach doch. Alter, übertreib. Ja, hier, die Medics können nämlich gar nichts. Die sind voll für den Arsch. Alter. Wie geht's der guten Dame? Passt schon. Ich hab's einfach mal einen auf Streife geschickt. Egal welchen. Ist ja ist wirklich relativ Wurst. Ja, die... Stirbt mir schon nicht weg, wenn ich die jetzt ins Krankenhaus bringe. Ja, eher schon eher. Wahrscheinlich nicht, aber schon eher. Hallo, kein Hetzen hier. Leck, das ist so unhörbar. Du wirst einfach vor, danach, vor. Scheiße. Ja, du wirst taub, sagen wir es so. Alter, wo ist denn hier der Eingang? Warte mal. Ist es hier nicht immer das? Bin ich jetzt dumm? Das ist doch immer das, wo die Leute Widerstand schieben. Ja, da stellen wir mal uns auf. Psst, du bist nicht auf Einsatz. So, das heißt. Brandausbruch durch ein defektes elektrisches Gerät. Kümmern Sie sich um die Brände.
Ja. Normal. Da fängt einfach mal so ein Gebäude an. Verstehst du? Fahrzeug steht zur Verfügung. Ich nehme mich nicht. Ich weiß gerade gar nicht, welchen ich habe. Die nehmen sich irgendwie nicht so viel. Ich hole jetzt einfach mal den hier. Fahrzeug steht zur Verfügung. Frag nicht wieso, ich tue es einfach. Nur kein Stress. Wir müssen noch den letzten. Der ist drinnen hier? Ja. Yep, okay. Schon unterwegs. So, wir können ja mittlerweile schon mal anfangen zu löschen. Oh, da kommt was. Juckt die nicht. Ja, bin unterwegs. Ah, ich hasse das. Es ist so damn it laut. It's so fucking noisy. Ja, wir haben den ja aus, Kinders. Sperb. Du stellst dich dahin. Ohrenkrebsmaschine stellt sich hier hin. Und du, stopp, überstürzen wir mal nichts. Stellt sich hier hin. Alter, wieso fährt denn die scheiß Drehleiter so langsam? Was kannst du jetzt? Die hat wahrscheinlich einfach nichts drauf, was der Zahnbelag. Habt ihr schon einmal so etwas gesehen? Ich nicht. Ich auch nicht. Oh! Du musst schnell die Halogenlampe auswechseln. So, hier. Na toll. Boah, Alter, das Spiel geht mir schon wieder so. Ah, guck mal. Soll ich gleich teilen? Ist abgeschlossen. Ich bin der Boss. Was gibt's? Bin unterwegs. So, und zwar könnt ihr jetzt auch wieder. Wow, ich dachte wenigstens, dass die den Schlauch anschließen. Nein, die stellen sich da einfach nur hin und sagen sich: Leck mich! Also, Industriegebiet, ne? Ist kein Platz für euch. Das heißt, ich schieb euch ab. Oder habe ich. Hier kommt dann auf jeden Fall dieser eine her. Also, doch, ein paar Fahrzeuge sind. Achso, nee, ich wusste. Dass hier das, diese Station ist. Ich habe jetzt nicht auf die Map geguckt, weil ich der Boss bin. Nee, hier ist kein Platz für euch. Ich schieb euch ab. Hier hoch. Aber haltet den Mund. Nein. Mach dein scheiß Licht aus, Junge. Blödes Kind. Auf dem Weg. Nein, du stellst dich definitiv. Oh, Junge. Ja, es kapiert nur du nicht. Der Typ braucht wieder mal eine extra Wascht. Ey, was hier los ist. Hier haben wir eine Ambulanz. Dann haben wir hier ein Ding. Hier eine Ambulanz und hier oben ist das Motorrad. Genau. Ja, auf Streife sollten jetzt mittlerweile genug Fahrzeuge sein. Nur hier unten ist nie jemand. Aber das passt schon. Das ist okay. Ich meine, wenn es ist, stelle ich einfach hier diesen coolen Ford Mustang. Das ist ja ganz cool getarnt. Achtung, es wurde ein Ladendiebstahl gemeldet. Der Täter ist flüchtig. Festnehmen und abtransportieren. Don't fuck with the police, ne? Vor allem nicht, wenn sie direkt. Los!
Warte, ist das ein BMW? Das ist ein BMW! Hups. Tatsache. Ach, das ist der BMW, hups. Ich habe den BMW gerade mit diesem Audi hier verwechselt. Nein, das ist der Ford mit diesem Audi. Nein, das ist immer noch kein Audi. Das ist das hier mit. Mit dem, das ist ein Audi, ja. Definitiv. Ja, festnehmen. Alter, ich glaube, du spinnst. Ach, der hat gar keine Waffe eigentlich. Der wahrscheinlich auch nicht. Polizisten. Ja, wir brauchen noch einen zweiten Streifenwagen. Ich sehe das schon. Naja, da haben wir ja noch einen zum Glück. Dann alarmieren wir halt nochmal einen anderen dieses Mal. Und zwar alarmieren wir dieses Mal... Genau. Ich wollte schon sagen, what the fuck? So, und jetzt machen wir schnell das Blaulicht aus und stellen uns hier unauffällig hin. Das sieht nämlich keiner. Nein, das wollte ich, das. So, jetzt haben wir hier nämlich noch so ein Polizeiauto. Die haben bestimmt keine Waffen. Würde mich schwer wundern. Nein, die Polizisten in London haben keine Waffe. Als ob. Oh, aber das ist nicht die normale Polizei und deswegen will ich das nicht nehmen, weil es nicht real. Nö. Warte mal, das ist Police Officer und das ist ein Police Officer. Ah ja, Es fängt da, damit hört es auf. Was geil. Hä? Alter, was macht der Typ? Hundeeinheit? Ah. Alter. Ja, die Polizei ist gut. Das ist das Falsche. Dann alarmieren wir halt mal so einen. Ich hoffe, den können wir auf Streife schicken. Können wir? Nö, heimfahren. Den hier schicken wir nicht heim, weil der kann was. Der stellt sich einfach mal. Na gut, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als dann nochmal so einen hässlichen Scooter zu alarmieren. Ist mir auch egal. So, wo waren wir stehen geblieben? Hier oben, genau. Du darfst heim. Und wir brauchen nochmal so einen BMW. Ich finde den cool. Heim. Streife fahren. Ja. Mir ist da oben noch jemand zu wenig, deswegen stellen wir da nochmal eine Undercover-Einheit hin. An Markt. Blaulicht aus. Oh, es regnet. Ja. Lalalala. Da können sich die Polizisten mal duschen. Das habe ich nicht gesagt, das habe ich nur gedacht. Ja, der steht perfekt. Fahren wir ein Stückchen rein. You suck. Ich möchte mich nochmals dafür entschuldigen, dass bei der... Achtung, ein Taschendiebstahl wurde gemeldet. Der Täter ist flüchtig. Festnehmen und abtransportieren. Das bei der Ding-Mod, bei der... Ah, jetzt kann der das nicht. Bei der, na, wie heißt's? Ihr wisst schon, bei der Brooklyn-Mod. Dass es da so geruckelt hat teilweise. Ich kann es mir nicht erklären, weil in der Aufnahme hat es auch nicht so geruckelt. Die Mod ist zwar performance-unfreundlich, aber so hat es nicht geruckelt. Das wäre mir aufgefallen, dann hätte ich sie ja nicht hochgeladen.
Wenn es so in der Aufnahme gewesen wäre, aber so war es nicht in der Aufnahme und deswegen. I have been shocked. Schockt. Schockt. Oh. Nee, du schießt nicht auf mein Auto. Du triffst durch den Container nämlich nicht. Die Polizisten, die keine Pistole in der Hand haben, kriegen eine Frau mit Pistole runter. Nice. Können wir die befragen? Nee. Können sie verprügeln. Ah, ja. Ah, links und rechts. Links, rechts, Uppercut und dann den Arm brechen. Die machen das immer sehr schwungvoll. Finde ich auf jeden Fall witzig, so. Alter, das ist ein hässlicher Helikopter. Ich finde die cool. Ich weiß noch nicht, wenn ich alarmiere. Wenn, dann will ich den Audi alarmiert haben. Müsste einer sein, ne? Ja. Yep. Soweit ich das jetzt richtig gesehen habe. Wenn ich den jetzt alarmiere, ich weiß nicht, was das für einer ist. Kann der irgendwas Besonderes? Außer cool aussehen und nicht Streife fahren können? Nein. Komm, seine blau. Nice. Steig aus. Okay, das ist gar nicht mal. Der Doktor ist der Arzt und der Paramedic ist der. Okay. Dann stellen wir dieses Fahrzeug auch mal hier unten mit dazu. Nein, keine Sirene und kein Blaulicht. Beziehungsweise jetzt wäre es umgekehrt gewesen, aber beides nicht. Nee, fahr du lieber Streife weiter. Und du fährst mal hier runter. Das war jetzt witzig. Ich wusste, dass es passiert. Ich meine, ich kenne die Modi auch schon ein bisschen. Die habe ich auch schon länger drauf. Ich habe die voll vergessen. Nein, 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 nein. Du fährst normal. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber du fährst normal. Wie hier drüben einfach nichts ist. Nichts, 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 nichts. Mir ist da drüben zu wenig nichts. Wir nehmen natürlich den... Alter, 400. Die Polizisten sind nicht gerade billig in London. Oh ne, war der so. So, ja. Ja! Einen Einsatz machen wir noch und dann würde ich mal sagen, was ist erstmal wieder. Die Mod-Reviews müssen ja nicht immer so lange ausfallen. Wahrscheinlich wieder fast eine Stunde lang. Wisst ihr, wenn ihr keinen Timer laufen habt und nicht auf die Uhr geguckt habt, wann ihr anfangt oder angefangen habt, dann merkt ihr gar nicht, wie lange ihr eigentlich schon aufnehmt. Ihr merkt es einfach nicht. Das ist dann so... Was? Eine Stunde? Es kam mir vor wie 10 Minuten oder so. So ist es zumindest für mich. Okay. So, wo brennt's? Ich weiß... Na? Erdbebenalarm. Jetzt hat. Es gibt Personen- und Sachschäden. Kümmern Sie sich um die Brände, versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Die Alte hat es auf den Zebrastreifen gelegt. So, die Doktoren kümmern sich da natürlich gleich schon um die Leute. So, warte mal, wo ist mein anderer? Da, ich wusste, dass ich eins nicht hab geschickt. Dass ich eins nicht geschickt hab, so. Ey, es ist so unnötig laut, Mann. Ach ja, die können ja nichts.
Tja, dann machen wir das so. Ja. Dann schicken wir den dahin. Der Person geht's ja gut. Was gibt's? Habe verstanden. So, dann heißt es, das heißt, wir können eigentlich schon mal eine neue Ambulanz wiederholen. Fahrzeug steht zur Verfügung. Jetzt weiß ich auch, warum der Paramedic immer mit, also der nicht der Paramedic, sondern der Doktor immer mitgeht. Ist der Automat, habe ich den dahin? Ich weiß es gar nicht. Gott. Schon unterwegs. Der braucht kein Eile, macht aber trotzdem, weil es ist ja Emergency. Und es gibt ja, es gibt Mods, ja, das ist richtig, da geht das. Alter, Pink Handschuhe, what the fuck? Ja. Und sind die blau? Oder so. Oder so. Schon unterwegs. Nee, nicht blau, weiß, weiß ich nicht. Auf jeden Fall farbig. Es ist kein Bock mehr zu löschen, hä? Ja. Alter. Fahrzeug steht zur Verfügung. Fahrzeug steht zur Verfügung. Fahrzeug steht zur Verfügung. Ja, löschen, löschen. Ja, ja, schleck, schleck. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir bald ein Auto weniger. Wenn, ja, weiß ich nicht. Nee, da ist der Zug zu langsam für. Ja, ja, da ist er zu langsam. Ja. Junge! Alter, boah. Alter. Ah, der hat ja noch ordentliches. Der ist ordentlich ehrlich. Da kommt schon die Unterstützung. Ich weiß gar nicht, was das für ein Auto darstellt, ist da. Könnte ein Opel Corsa sein, steht wahrscheinlich nicht da. Saphira. Ach, das ist der Saphira, der Opel Saphira. So. Alter, ach jetzt, da sind sie auch blau. Naja, dann HQ. Ciao. Habe verstanden. Schön Patrouillchen fahren. Ja. Stopp. So, das noch weg, alle. Die Person noch weg. Dann hier unten nochmal.
Oh, das soll's dann gewesen sein. Ja, auf dem Weg. Dann beenden wir das Material auch erstmal. So, du kannst wieder Blaulicht aus. Das, was hier wohl dann off steht, das ist Autosirene. Also, wenn ich die jetzt ausschalte, dann fährt der normal leise. Und wenn ich das einschalte und dann hier hingehe. Was willst du tun? Junge, es ist wieder gut. Hopp, 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 hopp. Egal, was ist passiert. Ich fahre jetzt den noch nach Hause und dann müsste es ja gewesen sein. Bombenalarm. Der Bombenleger ist auf der Flucht. Festnehmen. Ja, das mache ich jetzt zwar nicht, aber... Löschen Sie alle Brände und kümmern Sie sich, wenn nötig, um die Opfer. Bin ich jetzt dumm? Wo ist der hin? Da steht sie. Wir können auch Spaß mal, wenn ich es finde. Das Bombenkommando einfach mal hintun. Da haben wir... Ist es das? Nee, irgendwie nicht. Das bist du. Sergeant, oh. Nein. Ich alarmiere einfach einen Techniker. Boah, Alter, geil. Die hat voll das Blinklicht am Kopf. Polizei! Wir haben zwar keine Waffe, aber sie nehmen jetzt die Hände hoch, sonst knallt's! Haben Sie das verstanden? Ich prügel mich jetzt mit Ihnen. Frauenschlägerei! Und so. Da hinten fährt er ganz chillig. Der hat's nicht eilig. Das ist Bombenwarnung. Die haben sie ständig in London. Ja, komm. Wo ist die Scheißbombe überhaupt? Wo blinkt's? Wo blinkt's? Wo blinkt's? Hier. Hat sie einfach mal... Oh shit, das Café, Alter. Wenn sie das in die Luft jagt, dann ist ganz London zerstört. Ja. Alter. Komm. Ich hab das Wett nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme. Ja, das war's dann jetzt. Ich hoffe, es hat euch ja wenig gefallen wieder, die Mod Review. Ich hoffe, ich bin nicht allzu schlimm als Let's Have... Warte, 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 warte. Stopp, dann kannst du stopp. Ihr könnt es sogar noch schaffen und dann haben wir zwei Einsätze abgeschlossen. Nee, bis sie da zurückgefahren sind. Egal, also ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Er hat es noch geschafft. Und ja, ihr könnt mir schreiben, wie ihr die Mod fandet. Also ich finde sie ganz cool. Ist jetzt London ist jetzt nicht meine Lieblingsstadt, was die Fahrzeuge hier angeht. Aber das ist Geschmackssache. Also viele finden die auch cool. Egal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und haut da rein. Bis zum nächsten Mal, euer Semiger.